Endlich erreichen wir den gehypten Stall des Waldes. Können wir den Musikern helfen, die große Fee aus ihrer Knospe zu holen? Diesen beiden Schatzjägern haben wir im letzten Part eine Truhe vor der Nase weggeschnappt. Ihnen ist nichts eingefallen, um das bodenlose Moor herum an die Schatztruhe zu kommen. Dank unserer Armkräfte war das aber kein Problem. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jedenfalls haben sie uns den Tipp gegeben, dass es in den Höhlen Neramdas Schätze gibt. Aber das wissen wir ja bereits. Immer wenn man gewisse Speere in den Höhlen sieht, ist das ein Anzeichen für Ramda. Ob das auch für diese Höhle hier gilt, weil sie ja so demonstrativ drüber gesprochen haben, das finden wir jetzt raus. Muss aber erstmal eine Möglichkeit finden, um übers Moor zu kommen. Und es wäre ganz nett, wenn du mal kooperieren würdest. Hallo. Warte, gab es doch nicht eine Möglichkeit, mit Feuer die zu zwingen? Ja, ne? Ich hatte dann nämlich schon das letzte Mal so den Eindruck. Oh, man muss aber trotzdem sehr schnell sein. Vielleicht geht es auch allgemein mit Elementen. Boah, mit der richtigen Waffe sind die ganz schnell down. Ich habe jetzt aber eigentlich erwartet, dass das Ding irgendwas droppt, womit ich darüber komme. Okay, schaue ich mir gleich nochmal an. Vielleicht finden wir aber draußen im Moor auch noch was. Oh, noch ein weiterer Rhodonit aus einem normalen Stein. Sehr, sehr gut. Ich komme hier ja nicht durch. Oder passiert was, wenn ich von hier aus die Felswand sprenge? Nee. Das ist ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Eichelkrok. Egal. Ja, okay, aber trotzdem nichts, was ich mitnehmen kann. Die wollen doch jetzt nicht etwa, dass ich von da hinten was hole. Hä? Check ich irgendwas nicht? Was ganz offensichtlich ist? Keine Ahnung. Tulin, kannst du mir vielleicht... Ach so, man versinkt ja nicht instant. Man kann noch ein bisschen laufen. Ja, das war mir jetzt nicht klar. Ich dachte, man würde sofort im Boden feststecken und versinken. Ja, gut. Ich glaube, genau das wollten die Entwickler an dieser Stelle auch beibringen. Übrigens, wir haben noch kein Bild von einem normalen Horrorblim. Blauen schon und ich glaube den schwarzen auch, aber einen roten noch nicht. Das wäre hiermit geändert. Wow. Wie gut, dass ich mein Flammenschild bereits ausgerüstet habe. Ich wusste ja, dass wir uns hier in diese Höhle wagen und dort Monster hausen. Die Monsterhöhlen sind ja immer recht deutlich gekennzeichnet. Genauso wie die Schätze. Aber ich sehe hier keine Hinweise auf einen Schatz. Ja, wobei, warte mal. Da geht's noch weiter. Ich denke aber, dass das einfach nur ein Hinweis sein sollte. Wahrscheinlich wird es auch nicht das letzte Tutorial gewesen sein, auf das wir hier treffen. Ich meine, es muss ja auch ein paar Erklärungen für Leute geben, die nicht der Empfehlung von Pura folgen, zum Ornidorf zu gehen, sondern stattdessen zu den Goronen. Genau das gleiche wird wahrscheinlich auch am Anfang
vom Sora- und Gerudo-Gebiet sein. Dass da einfach ein paar signifikante Erklärungen gibt zu gewissen Teilen in diesem Spiel. Da sind Feen! Also, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, aber ja, gerne. Ich habe ja erst letztens gegen den Gliok eine verloren. Ich glaube, ich habe noch zwei. Krieg's eh nicht hin, hier alle zu fangen. Das war sowas von klar. Ist aber auch ein blöder Spawn. Kommen die da hinten? Die ist aber auf jeden Fall meine. Easy. Und sie beim Davonfliegen gerade noch gegrabt. Wir haben 4. Das ist sehr solide, möchte ich mal sagen. Gibt ja noch 2 Gliok-Arten, gegen die wir kämpfen müssen. Feuer und Eis. Hinzu kommen noch die ganzen Leunen. Also für solche Kaliber haben wir die. Hier ist noch ein Brunnen, den habe ich noch nicht erkundet, aber am Ende des letzten Parts gesehen. Deswegen kehren wir hierher zurück. Und natürlich ist auch der mit bodenlosem Moor geflutet. Diesmal bekommen wir aber eine Holzplattform. Das ist ja mal komisch, ey. Warum war in der Höhle dann keine? Vor allem, was ist hier eigentlich? Ich sehe da nur Samen. Und ein Erz. War es das jetzt? Als ob. Ja, doch. Der Brunnen war jetzt ein bisschen weniger spektakulär. Aber okay. Dann wird's jetzt Zeit, zum Stall des Waldes zu gehen. Wo all die coolen Kids auf uns warten. Ne, man hat ja so das Gefühl, dass wenn man da nicht ist, dass man einfach uncool ist. Keine Freunde hat und das Leben trostlos ist. Jeder, der irgendwas auf sich hält, der chillt beim Stall des Waldes. Auch die große Feenquest soll dort ja losgetreten werden können. Hoffentlich schon heute. Gewände-Upgrades würden meiner Haut gut tun. Ah, warte. Erstmal der Schrein. Der ist... ich habe ihn da in der Gegend irgendwo gesehen. Ah, da, ja, hier. Da ist er. Und, was sind das für Schilder? Wo geht's hier lang? Verlorene Wälder, Goronia. Ja, man hat ja auch die Möglichkeit, in den Krogwald zu gehen. Tun wir nicht. Aus diversen Gründen. Wobei ich mich schon frage, was da jetzt ist. In BOTW war dort das Master Sword. Was ist in TOTK dort? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir das kurz nach dem Goronengebiet machen. Wobei ich nach Eldin erstmal noch ein anderes Ziel habe. Das behalte ich aber erstmal für mich. Oh, hier ist Zeitumkehr wieder gefragt, hä? Ist ja auffällig. Auf dem Weg hierher, der Schrein hat auch schon Zeitumkehr benutzt. Aber die ganzen Schreine davor, kaum. Zwischenzeitlich habe ich auch vergessen, dass es das überhaupt gibt. Oh, der Schild ist geil. Bin ich echt schon wieder so voll? Digga, ich muss Maronus mehr Samen geben, glaube ich. Warte, kann ich das nicht einfach wieder raufstellen und dann mit Ascent? Nee. Okay. Dann brauchen wir eine neue Kiste. Zeitumkehr. Und am besten hängen wir uns auch auf die Seite. Am besten hängen wir uns auf die Seite.
Genau, da kommen wir nämlich easy hoch, ohne Probleme. Brauche ich da nochmal so eine Kiste? Achso, da steht schon eine. Und die Truhe von eben, war das die einzige? Ja. War also wieder eine schwache. Der Inhalt war gut. Und das Rätsel um die Truhe weniger. Es ist leider zuletzt häufiger so. Verstehe gar nicht, warum sie die Relevanz der Truhen so reduziert haben. Wahrscheinlich auch wieder Zeitumkehr, ne? Genau, wird hochgeschleudert. Wir warten, bis es runterkommt, so. Zeitumkehr. Und zusammen mit der Kiste rauf. Und dann rüberfliegen. Ja. Sehr, sehr machbarer Schrein, aber ich freue mich, wenn Zeitumkehr benutzt wird. Jetzt haben wir sogar wieder 4 Segenslichter, ja! Und ich glaube, ich hole mir wieder Ausdauer. Zuletzt habe ich ja die Herzen erhöht, aber ich sag euch so, wie es ist. Ich brauche Ausdauer, ich liebe Ausdauer und ich will so schnell wie möglich die 3 Kreise voll haben. Das ist ganz, ganz wichtig für ein 100% Let's Play. Ich erbitte mehr Ausdauer. Ich glaube, die meisten würden eher auf Herzen gehen. Aber wie ich schon sagte, für ein 100% Let's Play ist viel Ausdauer schon sehr gut. Aber auch für den Kampf. Ne? Wirbelattacke zum Beispiel. Hat uns groß geholfen im Kampf gegen den Gliok. So, jetzt möchte ich noch mit dem Gronen sprechen, der hier oben steht. Der ist da, glaube ich, schon seit wir den Windtempel gemacht haben. Und soll uns wahrscheinlich sagen, ey, komm nach Goronia, oder? Meine Güte, du bist Gorone, aber kannst mir nicht mal den Weg nach Goronia weisen? Wie ist das bitte möglich? Ja, ist mir ja selbstverständlich. Als ich meine Reise begonnen habe, war noch überall Lava. Ich wusste nicht, dass sich nach dem Erlöschen des Todesbergs ganz neue Pfade auftun würden. Ja, stimmt schon. Davor war dort überall Lava. Es war so brennend heiß, dass sich Hylianer dort nicht ohne feuerfeste Ausrüstung aufhalten konnten. Zu der Zeit wäre gar nicht dran zu denken gewesen, dass ich dorthin mitkomme. Gehen wir erstmal entlang der Straße in Richtung Todesberg. Den sieht man ja dort im Nordosten. Dann erreichen wir den Stall des Waldes. Von dort geht's dann weiter nach Norden. Das habe ich alles von ihm hier erfahren. So wird's sicher klappen. Oh. Man hilft, wenn man kann, denke ich. Der Todesberg eignet sich gut zur Orientierung. Aber ihn umgibt ein roter Nebel, der verdächtig nach Miasma aussieht. Ihr solltet also nicht zu nah rangehen. Oh. Na gut, dann lass uns mal aufbrechen. Wir können bei dem Steak-Restaurant Halt machen, zu dem du wolltest, aber dann geht's direkt weiter, ja? Das mit dem Felsenfilet? Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Neue Pfade? Lava komplett erloschen? Steak-Restaurant? Einige Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Gut, dass wir die Infos jetzt noch geholt haben. Weiter geht's beim Stall des Waldes. Mir war nur die Sache mit der Temperatur und dem Miasma-Vulkan bekannt. Der Rest nicht. Ist da oben was? Oder wieso fällt das gerade so demonstrativ runter? Hm. Ja gut, dann machen wir es doch mit Zeitumkehr. Ich habe nur das Gefühl, das Ding ist ein bisschen eklig runtergefallen, oder? Ach nee, doch nicht. Dann war ich da jetzt umsonst misstrauisch. Ich dachte, das hätte sich ein paar Mal überschlagen. Es sah so aus. 3 Raketen sind da. Okay, dann nehmen wir die mit. Und schauen uns jetzt endlich beim Stall um. Warum ist der so gehypt? Ach, ich weiß warum. Das ist der mit dem Kaffee. Stimmt, der ist sehr schön. Der ist wirklich sehr schön. War's doch gleich nochmal. Ram das Schätze. Höhlen, genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, jetzt hast du mitbekommen, was ich gesagt habe.
Aber gut, ein so großes Geheimnis ist es ja auch nicht. Also, mit Ramdas Schätzen sind diverse Kleidungsstücke gemeint, die der legendäre Räuber Ramda einst hortete. Es wird erzählt, dass diese in Höhlen im ganzen Land versteckt sind. Als Modebegeisterte bin ich sehr daran interessiert. In Eldin soll es viele Höhlen geben, in denen Schätze zu finden sind. Oh, really? Allerdings sind diese Höhlen nach wie vor voller glühender, heißer Lava. Nice, das freut mich. Ich bin Lava-Fetischist. Bitte? Sprechen Sie selber weiter. Okay, wenn ich da hineingehe, verbrennt mein schönes Outfit doch glatt zu Asche. Ja, du kannst es auch lassen. Ich nehme die Schätze dann für mich. Alles kein Problem. Dein Erscheinungsbild, nun, sagen wir einmal, ihm fehlt noch das gewisse Etwas, worauf ich hinaus will. Bitte was? Du sitzt hier mit einem Pilzhut und einem Pilzkleid und willst mir erzählen, dass ich scheiße aussehe? Guck mal, ich habe hier diese endkrassen Tats. Ja, ich bin jetzt persönlich auch kein Mega-Tattoo-Fan, aber auch nichts krass dagegen. Und auf links Arm sieht es halt schon ganz geil aus. Dann diese stylische Kapuze, ja. Mein Oberteil kann sich auch sehen lassen, schönes Logo. Und die Hose, die sitzt richtig schön skinny an meinem Bein. Hatet keine Skinny-Hosen, Leute, hört auf damit. Und ja, zeigt einfach, was für Beinmuskeln ich habe. Meine Schuhe, die halten mich so schön warm und generieren einfach keinerlei Schweiß an meinem Fuß. Was willst du mir erzählen hier? Skinny-Hosen sind scheiße. Ach, Fresse. Naja, also, so richtig in Szene setzen könntest du dich, wenn du ein vollständiges Kleidungsset tragen würdest, was keine Opfer anziehen würden. Oh, Verzeihung. Als erstes fällt mein Blick immer auf die Kleidung, die jemand trägt. Ja, ist ja gar nicht oberflächlich oder so, ne? Auch mein Freund ist begeistert sich sehr für Mode. Er und ich, wir wollten in Gorunia feuerresistente Kleidung kaufen. Doch als wir die Stadt fast erreicht hatten, sind wir an einigen Gorunen mit seltsam aussehenden Steinen geraten. Ich hab's mit der Angst bekommen und bin allein hierher zurückgekehrt. Falls du auch vorhast, nach Gorunia zu reisen, dann sei bloß auf der Hut. Gorunen mit seltsamen Steinen? Okay, das ist tatsächlich ein bisschen weird. Bist du das erste Mal hier? Willkommen, das hier ist der Stall des Waldes. Du, sag mal, suchst du auch nach irgendwas, das vom Himmelsland runtergefallen ist? Runtergefallen? Wieso weißt du das nicht? Guck doch die Inseln da oben im Himmel. Du siehst sie doch auch, oder? Wenn ich manchmal so wie jetzt hoch in den Himmel gucke, dann fällt von der Insel einfach so ein großer Kasten runter. Ah, dort, guck mal, guck mal! Ich sagte ja, es gibt noch mehr Tutorials. Aber ich selber habe ja auch vergessen, dass das passiert und wie man da hochkommt. Ich wurde durch Kommentare daran erinnert. Na, glaubst du mir jetzt? Da ist ein Kasten vom Himmel runtergefallen, stimmt's? Ja, ich weiß genau, dass es da oben Leute gibt und einer von denen hat den Kasten fallen gelassen. Ich will auch hoch über die Wolken ins Himmelsland fliegen. Dann spiele ich mit den ganzen Tieren da oben. Aber ich bin noch zu klein, darum darf ich noch nicht so weit weg. Ich will ganz schnell ganz groß werden und erwachsen sein, so wie du. Voll süß. Vielleicht kann man in den Himmel fliegen, wenn man sich viele große Ballons holt, wie den auf der anderen Seite vom Teich. Ist das Kiltons Ballon? Okay, heben wir uns das für später oder sogar für den nächsten Part auf, aber interessant. Hallo! So wie du aussiehst, gehörst du nicht zur Forschungsgruppe. Du bist ein Reisender, stimmt's? Sind dir vielleicht auf deinen Reisen neue Tierarten begegnet? Noch nicht, aber ich habe davon gehört. Aha. Weißt du, die Entdeckung einer neuen Tierart wird bei den Pferdefreunden momentan gerade sehr heiß diskutiert. Manche behaupten nämlich, dass es ein riesiges Tier gäbe, irgendwas zwischen Bär und Rhinoceros. Was? In irgendeinem Stall soll sogar eine Zeichnung hängen, das eine Spur dieser Kreatur auf dem Erdbogen zeigt. Ja, haben wir gesehen. Also bitte, bitte, sag mir sofort Bescheid, falls dir eine neue Tierart begegnen sollte, Reisender.
Okay, sie hat uns jetzt zwar keine offizielle Quest gegeben, aber ich glaube, wir sollten ihr trotzdem Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Wie kommt man wohl am besten auf den Todesberg? Bestimmt ein brandheißes Abenteuer. Wenn ich einen Ballon wie den hinter dem Teich hätte, könnte ich es damit probieren, aber ja, ich habe keinen, kann ich mir nicht leisten. Brandheiß? Ich dachte, es wurde kühler. Was willst du denn, Mann? Belauschst du mich etwa, während ich hier vor mich hingrübel, bis mir der Kopf raucht? Alter. Vor 5 Minuten habe ich noch auf meinem Handy... Brandheiß heißt Brandheiß. Nicht mehr und nicht weniger. Vor einer ganzen Weile ist hier der Todesberg ausgebrochen, mit endlosen Lavaströmen und allem drum und dran. Die Lava ist inzwischen abgekühlt und hat sogar eine neue Straße geformt, auf der es sich so richtig ganz leicht laufen lässt. Von einem brandheißen Abenteuer kann also überhaupt keine Rede mehr sein, Lul. Auf der anderen Seite östlich von hier gibt es zwar noch eine Route, die vom Stall am Berge den Todesberg hinaufführt, aber es ist eine uralte Straße, auf der es von Monstern nur so wimmelt. Dort ist es so gefährlich, dass ich die Route als Brandheiß hoch 3 einordnen würde. Oder anders gesagt, Kairo. Ja, ich muss zugeben, mir persönlich wäre das vielleicht eine Nummer zu heiß. Ja, er hatte recht, Kairo war wirklich ein bisschen schwierig. Ja, die haben sogar so einen eigenen Stall nochmal. In richtig groß. Weil bei den anderen Stellen war das alles nur so mickrig. Aber hier ist richtige Freilandhaltung. und da ist die Musiker-Quest. Das hat dann wahrscheinlich mit der großen Fee zu tun. Aber wir haben doch auch gehört, dass hier jemand sein soll, der die Majoi haben will. Wer ist denn das? Du? Was steht heute im Kleeblatt-Kurier? Nichts Neues irgendwie. Nö, das ist ja dieselbe Ausgabe wie gestern, verdammt. Und ich habe nochmal 2 Rubine dafür ausgegeben. Was ein Scam. okay, komm, dann holen wir uns einen neuen Treuepunkt ab, würde ich mal sagen. Und unsere Prämie, ne? Oh, du hast schon richtig viele Punkte. Ja, nice. Guck doch mal ins Buch. Mach ich. Prämie erhalten. Ja. Ein Moment, Bro, ein Moment. Du willst also die Prämien einlösen, ha? Okay, mit 7 Stallpunkten erhältst du für die Übernachtung ein Marlon-Bett. Wenn du in einem solchen Bett schläfst, ist dein Schlaf viel erholsamer. Ah, ich denke, das recovert dann mehr Herzen. Aber nicht nur das, du erhältst zusätzlich eine Weissagung des Pferdegotts Marlon. Sehr beliebt bei unseren Gästen. Klingt wie Hokus Pokus. Ach, und noch was. Als Prämie für 10 Stallpunkte kannst du nun ein zusätzliches Pferd registrieren. Wenn du also ein schönes Wildpferd gezähmt hast, zöger nicht, es zu registrieren. Wenn du noch einen Stallpunkt mehr sammelst, dann erhältst du einen praktischen Reisesattel und ein Reisezaumzeug gleich dazu, Link. Vielen Dank, ne? Ah, also gleich 2 Upgrades. Sehr gut. Auch wenn ich gerade volle Herzen habe, ich würde trotzdem mal gerne dieses Marlon-Bett ausprobieren, wegen dieser komischen Weissagung. Oh, du willst das neue Marlon-Bett ausprobieren? Ja, also ich kann nur sagen, diese dreifachen Matratzen, das ist ganz erholsam, ja. Und dann träumt man auch so eine schöne Weissagung, das ist äußerst beliebt, ja. Dieser besondere Service steht allerdings nur Gästen zur Verfügung, die mindestens 7 Stallpunkte haben. Aber das hast du ja, ne? Richtig, deswegen los. Ja gut, also du kannst damit mehr Gesundheit als sonst herstellen, ne? Und ein weiterer Grund für deine Beliebtheit ist, dass man dort, wie gesagt, eine Weissagung des Pferdegotts Marlon erhält. Willst du es wirklich machen? Jo, und ich schlafe jetzt 20 Stunden circa. Hä? What the... Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Ich gewähre schnellere Hufe und dickeres Fell. Im Nordosten von Hyrule, Akala, Stall. Da warte ich.
Ach so, es geht einfach nur um den Hinweis, dass man weiß, wo der ist. Weil der hat offensichtlich auch seine Location geändert. Er war in BOTW, ja, im Südwesten ungefähr. Oh. Einen schönen guten Morgen, und? Hast du eine Weissagung erhalten? Ja, nice. Zum Dank erhältst du einen Stallpunkt. Ach, da kann ich mir das Zaumzeug ja auch noch holen. Ja, tatsächlich. Ja, geil. Apropos geil, man bekommt sogar 3 Zusatzherzen. Also temporär, versteht sich. Das ist ja echt nicht schlecht. Oh. Auch wenn es ein teures Bett war. Mm. Also, du willst jetzt tatsächlich doch noch den Reisesattel, ja? Ja, nice, kannst du haben. Dieser Standardsattel... Was heißt hier Standard? Ich dachte, der ist Premium. Ich habe 13 Punkte. Dieser Standardsattel eignet sich, um lange Strecken zu reiten. Er ist sehr widerstandsfähig und wird wegen seiner hohen Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Oh. Ey, das Reisezaumzeug gehört natürlich auch dazu. Nimm das mal, ne? Das Standardzaumzeug für längere Reisen ist kein besonderer Hingucker, dafür aber für jedes Pferd geeignet und deshalb bei Händlern und Reisenden zugleich beliebt. Was ist das für ein Scam? Die hauen da so einen Teddy 1-Euro-Ding raus und das für 13 Punkte. Ich dachte, ich kriege jetzt hier absoluten Premium-Stuff. Oh. Also, wenn du noch 3 Punkte mehr hast, ne, dann kannst du hier im Stall die Mähne des Pferdes frisieren. Das ist toll, glaub mir. Okay. Es war in BOTW zwar standardmäßig hier bei der Frau möglich, aber naja, dann nehmen wir das so. Jo, den hätte ich fast übersehen. Meine Güte, du machst dich doch nicht etwa auf den Weg? Du willst doch nicht etwa auch nach Goronia? Falls ja, nimm dich bitte vor Goronen mit seltsamen Steinen in Acht. Schon wieder diese seltsame Steine. Was ist damit gemeint? Die Goronen sind ein Volk, das von Natur aus sehr liebenswürdig und fleißig ist. Wie es scheint, lassen die jungen Goronen in letzter Zeit aber die Arbeit schleifen und spielen Reisenden übel mit. Einem dieser Reisenden zufolge hatten die Goronen seltsame Steine dabei. Du solltest dich auch vor den Goronen mit diesen seltsamen Steinen in Acht nehmen. Hm. Warum auch? Wenn du diesen Bergpfad in Richtung Stadt hinaufwanderst, wirst du ein Restaurant erreichen. Vor einiger Zeit habe ich einem Reisenden den Weg gezeigt, aber es gibt keinerlei Anzeichen, dass er zurückgekehrt wäre. Ich hoffe, er ist nicht in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Ich weiß auch nicht recht, was es damit auf sich hat, aber es gehört nun mal zu den Pflichten eines Stalls, sich um die Sicherheit seiner Gäste zu sorgen. Also tue ich das auch. Ja, dann danke für die Info. Klingt auf jeden Fall spannend. Oh. Hey, findest du mein Geschirr hier auch so toll wie ich, Chef? Hättest du gern selber so eins? Dann gibt's nur eins. Auf zur großen Tour durch die Ställe und dabei fleißig Stallpunkte sammeln. Die bekommst du für das Nutzen der Stalldienste, das Bringen von Wildpferden und für in Ställen verbrachte Nächte. So ein Geschirr ist nicht nur Schmuck. Na, Schmuck ist es ja schon, aber damit kann dein Pferd auch Wagen ziehen. Ich gehe ja meist oben in Akala, meinen Geschäften nach, nordöstlich von hier. Hoffe, man begegnet sich mal. Was macht er denn da? Das werden wir bald herausfinden. Jetzt geht's runter in den Brunnen vom Stall des Waldes. Ziemlich viel heute wieder. Aber nicht so viel in diesem Brunnen. Ich glaube, das ist lediglich wieder eine heiße Quelle. Mehr nicht. Na gut, dann wird jetzt noch der Hund gefüttert. Alright. Wo ist die Truhe? Ah, sehe sie schon. Danke dir. Hm. Nun zu euch. Könntet ihr mir etwas mehr über diese Nacht erzählen? Die Nacht, in der sich die große Fee zurückzog? In Ordnung. Also, es geschah einige Zeit, nachdem der Kataklysmus uns heimgesucht hatte. Die große Fee zeigte sich plötzlich nicht mehr. Wir waren besorgt, doch als wir losfuhren, um ihr einen Besuch abzustatten, hatten wir selbst einen Unfall.
Es war entsetzlich, entsetzlissimo. Plötzlich sprang eine Frau mit blondem Haar direkt vor unseren Wagen. Das Pferd bekam es mit der Angst und lief davon. Doch noch schlimmer traf es einen der unseren, sozusagen ein Vollmitglied des Ensembles. Unser lieber, hochgeschätzter Allegro hat ein paar seiner Räder eingebüßt. Welch entsetzliches Unglück! Der Allegro ist unser Wagen, hätte ich erwähnen sollen. Ohne ihn können wir nicht einmal unsere Instrumente transportieren und geschweige denn meinen Körper. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch die große Fee scheint noch immer vor etwas Angst zu haben und versteckt sich in ihrer Knospe. Ich bin mir sicher, dass diese Frau irgendetwas mit der großen Fee gemacht hat. Da gibt es gar keinen Zweifel. Wer sonst läuft nach einem Unfall einfach so davon, ohne auch nur ein Wort der Entschuldigung? Nun, was auch immer ihr Grund war, sich zu verstecken, wir möchten für die große Fee spielen, um sie aufzuheitern. Doch da der Allegro kaputt ist, können wir unsere Instrumente nicht transportieren. Ah ja, eine blonde Frau also. Ich frag mich, ob... Sieh an. Hallo, Kollege. Wusste gar nicht, dass du in der Gegend bist. Du kommst gerade recht, denn, halt dich fest, es gibt Arbeit. Diese Musiker hier berichten, dass sich die große Fee in der Nähe dieses Stalls in ihrer Knospe versteckt. Der Grund dafür könnte eine blonde Frau sein, die in irgendeiner Form in diese Sache verwickelt ist. Ja, ich denke, das ist die Möglichkeit. Es könnte wirklich die gleiche sein, oder? Ist es Prinzessin Zelda? Natürlich drücken wir nicht einfach unüberprüfte Gerüchte in unserer Zeitung ab wie die Bild. Nee, wir checken alles 50 Mal. Daher müssen wir zumindest einmal die große Fee selbst fragen, wie sich alles zugetragen hat. Ja, stimmt. Ja, also wie ich sehe, hast du das Zeug zum echten Reporter. Siehst du die große, seltsam anmutende Pflanze dort auf der Anhöhe an diesem Pfad? In der Knospe befindet sich die große Fee und man sagt, dass sie der Musik sehr zugetan sei. So soll sie sich zuweilen auch schon dem Stall genähert haben, um den Auftritten des Ensembles zu lauschen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gerücht, das ich noch nicht verifizieren konnte. Man sagt außerdem, dass die große Fee Reisende mit ihrem Segen schützt. Daher ist ihre Präsenz für den Stall von großer Wichtigkeit. Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, zur großen Fee zu gelangen. Aber unser Pferd ist davongelaufen und unser Wagen, der Allegro, ist kaputt. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Das sieht so aus, als könnte man den eigentlich ganz easy reparieren. Lass mich mal machen, ich habe da die passende Ausbildung. Bruh. Ich habe nicht gesagt, dass es dass eine deutsche Ausbildung war. Ja, komm, ey, ich habe versucht, das gegen den Fachkräftemangel zu machen, aber ich glaube, ich bin nicht qualifiziert genug. Entschuldigung. Also der Wagen wird keine Zertifizierung erhalten, aber er fährt. Ich verspreche es. Ja, sollte jetzt passen, oder? Oh, die große Fee ist sehr wichtig für diesen Stall. Ich hoffe, dass wir sie mit einer Aufführung aufheitern können. Wenn unsere Musik sie nur erreichen könnte. Ich fahr euch. Oh, echt? Ja. Wielan! Er hat den Allegro bearbeitet. Vielleicht bewegt er sich jetzt. Schnell steigen wir auf, bevor unser Helfer es sich noch anders überlegt. Okay. Die Dame und Hönes sitzen. Dann brauchen wir nur noch ein Pferd, das ziehen kann. Akira! Geht natürlich mit den anderen Pferden genauso. Aber ich möchte alle meine Pferde zeigen. Ab und an. Was will der Typ? Er soll das Maul halten. Und mich gefälligst arbeiten lassen. Mann, nur wegen seinem Geschwafel ist das jetzt irgendwie falsch verbunden worden. So. Digga. Genieß einfach die Fahrt und halt die Schnauze. Was die
schon irgendwie cool aus. Ja, wir gehen einen Berg rauf. Was erwartet ihr? Natürlich ist es ein bisschen wackelig. Ey, die sind so verwöhnt. Unglaublich, was ich mir als Held alles geben muss. Aber gut, für sie mache ich das. Für ihn nicht. Vielen Dank. Von hier an können wir alles Weitere übernehmen. Los, Herr Kapellmeister. Es ist an der Zeit, die Aufführung vorzubereiten. Ja, ja. Ja, ja. Legen wir unser ganzes Herz in diese Aufführung um der großen Fee willen. Ich dachte, sonst legst du alles in deinen Magen. Oha, das klang wirklich schön. Das muss man ihnen lassen. Und es funktioniert! Aha. Große Fee Terra erscheint. Oh, sieh nur, Violan, die große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wahrlich erhaben. Hi. Oh. Du hast es geschafft, Kollege. Ich habe gesehen, wie sich die Knospe geöffnet hat und bin sofort hergeflogen. Das ist sie also, die große Fee. Mhm. Diesen sanften Klängen konnte ich nicht widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Doch, was ich hier erblickte, unterscheidet sich sehr von Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprach von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich, mich zu verstecken. Aber da ich nun darüber nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich ein äußerst merkwürdiges Gefühl. Es war nachts, daher konnte ich ihr Gesicht nicht deutlich erkennen. Vielleicht habe ich sie also verwechselt. Ich sag ja, das ist nur eine Morgana. Irgendjemand, der sich als sie ausgibt. Sie hat ausgesehen wie Prinzessin Zelda, aber es war nicht Prinzessin Zelda? What the? Hinter dieser Sache scheint ein noch finsteres Geheimnis zu stecken, als ich anfangs dachte. Andererseits ist allein die Tatsache, dass die große Fee sich wieder zeigt, schon eine Riesenschlagzeile. Ich sollte mich beeilen und einen Artikel darüber schreiben. Jede Sekunde, die vergeht, bringt uns weniger Geld und Klicks ein. So, Kollege, damit sind wir nun bei 3 Gerüchten um Prinzessin Zelda. Ja, ja. Man merkt gar nicht, dass du noch ein Nesthäkchen im Metier bist. Dein Ansehen bei Kletis wird sicher zusehends steigen. Hier für dich, Nesthäkchen. Danke. Oh, da hätte ich fast vergessen, ne? Kletis hat mir aufgetragen, dir einen Bonus zu überreichen. Gut gemacht, Digga. Etwas anderes hatte ich aber auch nicht erwartet. Schmeckt, danke. Ich werde beim Kurier von dieser Angelegenheit berichten. Es wird ein sehr lesenswerter Artikel. Abflug! Herr Kapellmeister, ich dachte immer, dass das Ensemble sich aufgelöst hat, weil alle meiner Geige überdrüssig waren. Papalapapalapissimo! Violan, deine Geige hat einen vorzüglichen Klang, der sogar das Herz einer großen Fee bewegen konnte. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn ich meine Geige spiele. Auch die anderen großen Feen sollen sich in ihren Knospen verbergen. Ich möchte sie mit meiner Musik aufheitern. Oder vielmehr mit unserer Musik. Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich verkünde hiermit die Neugründung des Ensemble Zügellos. Na, das höre ich doch gerne. Reisender, ich danke dir, dass du uns so weit gebracht hast.
Zurzeit mag dieses Ensemble nur aus uns zwei bestehen, doch wir werden wieder vollständig sein. Daran glaube ich fest. Ja, ja. Ja, gut, dann sollten wir gleich alle nötigen Vorbereitungen treffen, Violan. Und wenn wir die anderen nicht finden, dann stelle ich einfach irgendwelche Billiglöhne ein. Beeilen wir uns, um für die großen Feen zu spielen, die sich noch verborgen halten. Okay. Ha? Ihr habt beschäftigt gewirkt, daher wollte ich mich schon in meiner Knospe zurückziehen. Doch dann bemerkte ich, dass ihr darüber spracht, meine Schwestern aufzumuntern, und so hielt ich inne. Insgesamt sind wir zu viert. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwestern in ihren Knospen verbergen. Ach, die sagt uns sogar, wo die sind? Mija sollte hier sein. Wissen wir bereits. Caesar hier. Wissen wir auch. Aha, da ist die letzte. Kotuda in Westnekluda. Mhm. Ich war um sie besorgt. Doch nachdem ich nun die Pläne des Ensembles kenne, bin ich zuversichtlich. Sollst du noch andere Knospen sehen, sprich bitte unbedingt auch mit meinen Schwestern. Oh, und bei der Gelegenheit möchtest du, dass ich deine Ausrüstung für dich verbessere. Und ich habe auch noch andere Dienstleistungen. Oh. Ja, ich hab's nicht vergessen. Ja, was willst du denn? Mhm. Oh. Was? What? Okay, das ist verwunderlich. Einige Rüstungen, die in BOTW noch geupgradet werden konnten, können nicht geupgradet werden. Und auch leider nicht die neue Kleidung hier. Schade eigentlich, ne? Wie ist die Animation? Hat sich da was geändert? Schließ jetzt einfach deine Augen. Okay. Ja, wir sollen jetzt natürlich nicht sehen, was sich da bei Link getan hat im unteren Bereich. Ist auch besser so. Aber ich glaube, die Animation ist dieselbe. Sie wirft uns einen Kuss zu. Ich kann aber schon mal spoilern, je mehr Feen wir freigeschaltet haben und je höher die Gewänder geupgradet werden, desto expliziter wird es. Fertig. Und ich muss ganz unbescheiden sagen, es ist mir wirklich gut gelungen. Doch sag einmal, was hältst du davon, der Verstärkung noch eins draufzusetzen? Manche Sets erhalten nämlich nach zweimaligem Verstärken aller zugehörigen Kleidungsstücke noch einen Set-Bonus. Aber wie gesagt, nur manche. Ja, ja, ich weiß, aber dafür muss ich doch noch deine Schwestern freischalten. Alles klar, dann werde ich jetzt noch alle Gewänder upgraden, bei denen das möglich ist. Welche das konkret sind, seht ihr hier und jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses weiteren Überlänge-Parts angekommen. Ja, die Ställe, die sprengen zuletzt einfach immer die Partzeit. Aber ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nur den Typen mit den Majoi haben wir jetzt noch nicht gefunden, aber das klären wir sicherlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.